Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Bloody Beach und mit dabei mein verehrter und guter Teampartner Gaming Boogie. Ja, hallöchen meine Lieben. Und let's join. Ich sagen, ja. Gehen wir mal rauf. Ja, auf jeden Fall. Hui. Sneaken oder was ist jetzt angesagt hier? Ja, erstmal sneaken und ist noch alles da, ne? Ja, es sieht extrem gut aus hier. Hey. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt so in der Nähe sind, ist eigentlich relativ gering, oder? Würde ich auch sagen. Also wir können uns schon normal. Okay, pass mal auf, ich würde sagen, wir bauen das jetzt gar nicht. Also Möhren können wir kurz mal ernten. Ich würde sagen, Weizen ernten wir noch nicht. Und gehen erstmal runter und bauen unseren Raum unten weiter. Ja, stimmt. Das ist gut. Und wenn das ausgewachsen ist, können wir einmal komplett durchernten. Ja. Ehe wir jetzt hier einmal komplett. Ja. Ich gucke aber gerade noch Bambus und pflanze das nochmal neu an. Ah, ja, okay. Damit wir das auch schon mal wieder erledigt haben. Die waren, also ich habe in der Aufnahme geguckt und ich habe nicht gefunden, wo die weg waren. Okay. Also kein Plan. So. Naja, gehen wir mal runter und hier genau. Geben wir mal das Räumchen weiter aus. Genau. Haben wir eigentlich schon einen Verzauberungstisch? Nee, haben wir noch nicht. Das wollten wir ja später machen, wenn wir genug Zuckerrohr haben. Ja. Erstmal wollten wir ja gucken, dass wir Zuckerrohr weiter ja noch vermehren. Ja, stimmt. So. Dann. Ja, das sieht ja hier schon ganz gut aus eigentlich. Würde ich mal so sagen. Ja, haben wir ein relativ großes Feld schon mal, ne? Kann man lassen. Genau. So. Machen wir natürlich noch größer und dann läuft der Hase so richtig. Haben wir noch Erde? Ja, haben wir noch. Tatsache. Mensch, das läuft ja. Die Wand hier auch noch weg? Auf der anderen Seite? Ja, genau. Okay, wegen Beleuchtung und so. Ja, machen wir irgendwie, kriegen wir schon was hin. Alles klar. Alter, das Ding wird hier auf jeden Fall riesig groß hier unten, damit wir einen großen Raum machen. Also da wird sich einer freuen, wenn hier jemand die Basis findet oder so. Ihr findet geiler die Basis. Und dann sollten wir halt echt noch so überlegen, Nähe des Spawns dann halt auch so ein Zwischenfeld zu bauen. Das wäre echt, glaube ich, eine geile Idee. Also, vielleicht irgendwo einfach in eine Höhle gehen, das haben wir schon ein bisschen Tiefe und dann von da einfach so ein bisschen wegbauen. Wird da ja irgendwo eine Höhle finden am Spawn hier. Ja, safe. Vielleicht sogar eine im Wasser nehmen, also dass man mit so einem Eingang unter Wasser, weißt du? Ja. Ja, stimmt, das wäre auch cool. Weil dann findet man das jetzt auch nicht. Oder dann ist diese Höhle einfach jetzt nicht so, dass da halt jeder mal einfach mal reinläuft. Ich hänge hier irgendwie gerade. Ach nee, meine Tastatur hat Probleme gerade. Mensch, ich hänge hier. Ey, meine Tastatur geht nicht mehr. Oh, okay. What the fuck? Hast du noch eine Ersatztastatur? Scheiße. Eigentlich nicht. Also ich höre hier auch immer diesen Sound von ein- und ausgestöpselt. Okay. Scheiße. Dann hast du jetzt, würde ich sagen, ein Problem. Ey, das hatte ich noch nie. Also das ist Premiere. Warte, ich muss das jetzt gerade mal so live in der Aufnahme quasi versuchen zu fixen. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Ja, das ist sehr ärgerlich. Soll ich mal. Ah, gut, er hört mich. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Wenn du mich soll ich mal eben schreiben, dass die. Wenn die jetzt kämen, uns nicht. Obwohl, ich schreibe aber nichts, wie wahrscheinlich ist, dass die jetzt kommen. Nee, wäre nur ein bisschen scheiße, wenn die jetzt kommen, weil du könntest dich nicht wehren. Das wäre aber der geilste Bloody Beach-Tod. Tastatur da. Spieler unterm Schreibtisch. Scheiße. Jetzt habe ich ein komplettes Standbild. Oh. Was ist denn hier los? Oh, jetzt hier. Vielleicht jetzt? Nee, Maus geht auch nicht mehr. Okay. Was machen wir da? Wollen wir disconnecten und. Also, wie kommst du? Kannst du disconnecten? Ich kann nicht disconnecten, das ist die Scheiße. Ich versuche einfach nochmal was. Ich lege aber dazu kurz das Headset ab. Okay, mach das. Okay, muss alleine unterhalten. Ja, ich werde jetzt einfach hier. Ja, ich werde einfach den Raum weiter ausheben und dann mal gucken, ob das bei dem Chatani auch immer mal wieder läuft. So, also unser Plan kann ich einmal zusammenfassen für alle, die jetzt, was wir jetzt die letzten Folgen gemacht haben, das könnte ich einfach mal einmal zusammenfassen für alle, die eventuell nicht dabei waren. Wir haben Zuckerrohr verloren, aus eben Grund, das war nicht mehr da, dann haben wir neues Zuckerrohr gefunden, da wollte ich eben nämlich jetzt nochmal hingehen, sind dann neues Zuckerrohr suchen gegangen, das haben wir dann auch glücklicherweise gefunden
Haben wir mittlerweile echt eine richtig große Farm. Gucken wir mal. Hier unten ist nämlich unser Zuckerrohr. Plantage. Genau. Ah, ist sogar ein bisschen was gewachsen. Sehr cool. Ja, das wollte ich eben einmal machen. Ach, Mensch. Mensch, da ist es ja. Der Zatani ist auch wieder da. Oder wie hat sich das eben dann gehört? Da habe ich eben ein kleines Geräusch gehört. Doch nicht. Okay. Naja. Wir gehen dann wieder einfach runter. Und man hört bei ihnen Geräusche. Das ist immer sehr interessant. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ja, unvorbereitet jetzt natürlich reingegangen in diese Alleinunterhaltungsshow, die ich hier moderieren muss. Das ist natürlich was. Jetzt hören wir wieder hier Live-Geräusche der Schreibtischstuhl wird verschoben. Also Maus geht wieder, aber Tastatur ist immer noch fraglich. Aber die Leuchte, das verstehe ich nicht. Also das ist mir jetzt ein absolutes Rätsel. Irgendwie, also es ist zwar scheiße, aber irgendwie finde ich es halt auch witzig. Ja, das ist... Ich kann halt jetzt auch gar nichts machen. Ich kann ja nichts drücken und so. Ich kann auch nicht mal die Aufnahme beenden. Oh, Kacke. Ja, gut. Ja, aber ich meine, so viel hast du ja noch nicht gemacht. Du müsstest den PC einfach mal ausschalten. Ja, aber wie kann das denn sein, dass meine Tastatur leuchtet? Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist doch total sinnlos irgendwie. Vielleicht ist irgendwas anderes kaputt. Also ich habe einiges erlebt. Mensch, ja, läuft auch nicht bei dir. Scheiße, was ist das? Ich könnte vielleicht mal noch vorne in der Buchse das umstecken. Ah ja, geil, ne? Sehr schön. Ja, ich muss ja produktiv sein hier. Installt hat. Ja, das ist... Ja, ich... Okay. Ja, ich try es nochmal. Oder vielleicht, Nee, da steckst du nicht so drin, sage ich dir. Aufploppgeräusch, dass es so eingesteckt ist, erschien, aber irgendwie ist nichts passiert. Okay, ich versuch's nochmal. Ist halt immer geil, wenn Updates gemacht werden, danach nichts mehr läuft. Das gefällt mir doch. Das Spiel verlassen, Mensch. Ohne Tschüss zu sagen, was ist denn das hier heute? 1, 2, 3, 4, 5. Heute nicht, nee. Ach ja, stimmt ja. Oh, fick, das war jetzt nicht so gut, dass wir die überhaupt nicht ausgenutzt haben. Also überhaupt nicht gut ausgenutzt. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht heute mal. So, vielleicht morgen nochmal irgendwie. Es gibt's nicht. Ende im Gelände. Wir leben. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, doch, hier drin ist einer. Oder? Irgendwo hier. Hier, genau, hier. Der kann ja gar kein Problem. Ja. Hallo? Hallo? Warte, jetzt ist hier komplett alles ist kaputt. Genau. Ja, Leute, ich bin hier völlig verzweifelt. Oh, die Tastatur geht wieder. Und, jetzt pinkt hier schon. Aber ich muss kurz was umstöpseln. Okay, überbringen. Ja. So, das war jetzt auch wieder komisch, aber meine Aufnahme hat sich gerade irgendwie dann dadurch beendet. Ja, ich starte die jetzt einfach mal nochmal. 3, 2, 1. Weißt du, wer das war? Das hat nicht funktioniert. Doch, warte mal, das hat doch wer in der Konfi geschrieben, wir hätten mal gekämpft. War das nicht? Logitech-Update war schuld. Das gibt es ja nicht. Warte mal, ich scroll mal eben in der Konfi hoch. Ah. Ja, deswegen. Das wären ja die anderen gewesen sein. Ich kann aber auch mein Fraps gar nicht mehr starten. Ich gucke, ich scroll mal eben hoch. Also das ist ja... Ist Team 1? Doms also weiß, was ist Team 1? Das ist ja mal eine Aufnahme, das hatten wir auch noch nie so gehabt. Ja, dann nimmst Doms und weiß was. So, jetzt geht's aber wieder. So, ich bin wieder weg. Eieieiei. Eieiei. Ja, jetzt ist der Ingame-Sound zwar weg, aber du hast gerade unsere Treppe abgebaut. Irgendwie komplett komisch. Ja.
Oh. Wie komme ich denn da hin? Nee, 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 aber es funktioniert wieder. Ich baue die einfach. Alter. Ja, irgendwie war da ein Logitech-Update im Hintergrund, mein was Lieber, ich automatisch. Ja, ey, wenn man das jetzt so gemacht hätte, wäre es sogar schön geworden. Ja, irgendwas war da auf jeden Fall. Ich habe es jetzt nur im Vorbeigehen quasi Leiter bauen. Gesehen. Ich mache Leitern. Also da war irgendein Fenster. Leitern oben. Ich gehe nach oben. Na, aber was jetzt machen? Dann läuft das. Dann läuft das. Oh. Ja, also Man. Logitech, ne? Das ist nicht gut. Das schießt nicht gut. Nee. Cool, 17 Stück noch. Jo. Dann Chacuzel. Wir haben noch 70 Minuten Aufnahmezeit. So. Ach, werden wir aber nicht ausreizen können, ne? EZ. Morgen wird doch schon resettet, ja. Oder? Um 0. Ach ja, um 0. Dann recken wir noch die ganzen Naps und. Ja. Egal. Als erstes Domse und Weiß. Mit dem haben wir nur eine Rechnung offen. Ja. Ah, EZ. Ja, gut. Ja, fast eine Stunde oder so. Na, wir scheitern daran nicht. Wir haben die dicksten Eier. Ja. Oh, ja, um 22 Uhr ist halt schon wieder Ende. Also der Server ist down. Ja. Aber wir leben. Genau, mach das mal. Wir leben. In der Zeit werde ich mal eben schnell. Du kannst doch mal schnell anfangen, hier unser Weizen. Oh, das Weizen. So, ich mache mir mal unten eine Werkbank, weil wir haben hier unten eben noch keine. Da kannst du eben mal reinlaufen und einfach mal anfangen zu ernten. Ich werde in der Zeit mal schnell nach dem Sugarcanes gucken. So. So kann man die nicht übersehen. Oh, so, ich mach mal eben noch Backpack war das, ne? BP. Glaubst du nicht? So. Eisenzacke, brauchst du auch noch eine? Mensch. Na, guck mal, ein Buch können wir machen. Jetzt machen wir nämlich mal so. Jetzt machen wir sogar mal ein Buch. Slash Teams. Mal gucken, was da so abgeht. Ein Team ist übrigens schon raus, beziehungsweise eins. Nee, Bücherregale bräuchte man nur um Level auf Level 3. Ein Team hat schon 4 Leben, wie auch immer. Das funktioniert. Ja, aber Verzauberungstisch müssen wir doch sowieso erstmal haben. Ja. Du wusstest unser Leder. Ja, geil. Du musst das Leder noch da sein. Aber wenn das Leder nämlich jetzt weg ist, ich hab keinen Plan, wer das war. Dann kriege ich einen absoluten Schreikrampf. Da haben wir es doch. Let's Exo hat gegen irgendwen gekämpft. Wie auch immer das ist. So? Ja, okay, mal. Also der ist auf jeden Fall raus. Für ein Buch. So. Aber. Der historische Moment ist gekommen. Haben da nicht auch welche GG oder so geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Dann. Domson Weiß? Haben die GG geschrieben? Ich glaube. Das wäre ja gut zu wissen, so, ne? Später, Peter. Wer da so gut ist. Da-dam. Ja. Ja, Team 1. Ei. Hier ist er. Eieieiei. Jetzt geht er schon wieder so los, dass wir da alle wegschnetzeln. Komplett kraften und die dann verzaubern? Echt jetzt? Ja gut, aber ich würde die nicht verzaubern, weil das so ein bisschen Verschwendung ist, oder? Oder warte, ich hab eine geile Idee. Weil die schon ein bisschen kaputt ist? Nee, das nicht, aber die geht irgendwann kaputt. Dann müssen wir neu verzaubern. Krass. Aber so dauert das halt lange. Na gut, dann meine ich schon ein bisschen. Ja. Nee, orange nicht. Sie ist auch noch im grünen Bereich, allerdings ist trotzdem. Würde ich auch sagen. Ja, gut. So. Dann, hast du noch Erde? Auch nicht mehr. Mach ich mir eben eine neue. Ja, wir natürlich, wenn wir das Feld hier voll haben, dann ist Ende im Gelände. Dann haben wir. Ja, ich glaube, das ist Sugarcane. Dann ist dann oder so, die Rüstung. Ineffektiv. Mir ist ein bisschen Verschwendung, finde ich das. Aber locker easy. Ja, locker easy. Wir brauchen ja Lapis Lazuli. Sehr gut. Die Snaps. Sehr gut. Wird schwer. Da brauchen wir unbedingt noch echt viel Lapis. Ja, wenn da so viele Leute schon dran gescheitert sind. Ah, Federfallschuhe, es ist nicht so geil. Schutzhelm. So, ich mache hier gerade mal noch ein bisschen Karotterfarmerei. Ja. Oh, geil. Ja, genau, besser als nichts. Ja, auf jeden Fall, aber. Auch die werden nicht großartig gewachsen sein in der Zeit. Ist jetzt nicht zu Ende, ne? Glaube ich nicht. Nee. So, verzauber ich eben nochmal mein Schwert. Ja, ich bin ja ganz pessimistisch. Oh. Ein Buch bringt uns was, genau?
Oh, oh ja. Das ist doch schön. Ja. Kommen wir nicht auch Bücherregale dafür? So, du kannst zum jetzt auch mal verzaubern gehen, wenn du genug Level hast. Ja, aber das wollen wir doch machen, oder? Um, hier hin. Ja, ja, klar. Haben wir, also, ach so. Ob, ja. Wie viel hast du denn? Also, ich habe kein Leder im Inventar. Aber boah, nice. Das ist wirklich viel. Das ist wirklich viel.